Herzlich willkommen auf dem bitterkalten Battalia, wo immer noch hier der Kalte Krieg am Gange ist, haha. Und ja, da sind wir wieder mit der Disaster Area in Ratchet and Clank. Oder auch umgekehrt, kann man sagen, wie man will. Und wenn Quark mich nicht alle unterbrechen würden, dann könnten wir jetzt auch mal weitermachen. Okay. In der letzten Folge haben wir das, alle Telepathos-Hirne gesammelt. Ich weiß immer nicht richtig, es ist voll schwer, das auszusprechen. Und in dieser Folge werden wir weiterhin, Battalia unsicher machen. So, ihr könnt erstmal tanzen, das könnt ihr doch hoffentlich, oder? Ja. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Ich jetzt was zu machen. Oh, cool. Danke, Gubitron-Bombe. Da sollten wir erstmal die Gegner von. Ach, egal. Die sind später sowieso wieder da, wenn ich jetzt hier rumgrinde. Also, was soll's. Und hepp. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Okay. Können loslegen. Hepp. Das ist ja jetzt alles kein Ding mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil. Das ist so normal. Hätte ich darüber gemusst? Ich glaube, ich hätte darüber gemusst. Egal, fahren wir noch eine extra Runde. Haben wir noch nicht gesehen. Muss ich Achterbahn fahren. Und stellt euch vor, hier ist sogar noch ein Kartenpack. Stellt euch vor, das ist mir jetzt verpasst. Das wäre voll scheiße gewesen. Ja, Karten. Da müssen wir gleich auch mal reingucken. Sondern gleich zusammen mit dem Gadgetron-Händler. Obwohl, nee, ich habe jetzt gar keine Boots dafür, ne? Aber jedenfalls. Inzwischen müsste ich eigentlich so viele Duplikate haben von den letzten paar Kartenpacks, die ich gefunden habe, dass wir eigentlich in der Lage sein sollten, die letzten drei Karten noch fehlen zu kaufen. Ich meine, das wären nur noch drei gewesen. Auf jeden Fall halt drei Kartensets, die noch nicht vollständig sind. Deswegen, das müsste ja eigentlich machbar sein. Aber dafür müssen wir hier erstmal durchkommen. Jetzt werden noch mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine Leaderkarte war. Ich glaube nicht. Ich glaube, die werden besser versteckt. Wir sind fast da, Kora. Haltet sie auf, solange ihr könnt. Ja, man riecht schon nicht auf, Kora. Wir kommen schon noch. Boah, dieses Kriegsschiff, was hier rumfliegt. Ich freue mich, wenn man den Originalpfad zuerst macht, ob das dann auch hier ist. Weil dann ist ja die ganze Flotte weg. Und vielleicht kommt man noch gar nicht weiter, wenn man das hier nicht zuerst gemacht hat. Oh yeah. Oh yeah, jetzt bitte nicht wieder failen wie beim ersten Mal. Ja gut, hat funktioniert. Ups, falsche Taste. Tut mir leid, wollte ich nicht. Hey, ja, tschüss. Jetzt können wir nach Pukitaru, wo wir die O2-Maske und auch das Jetpack kriegen können. Das wird sehr wichtig. Damit müssen wir nach zurück nach Aridia und auch nach Blackwater City. Wir müssen in die Stadt und den Schutztruppen helfen, die Sternwacht zu schützen. Ja, ich weiß. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist alles schon aufgerüstet. Den Verpixer müssen wir noch machen und die Schmelzbombe müssen wir noch machen. Oh, und den schönen Rauschmaß habe ich voll vergessen. So, jetzt werde ich erstmal die Typen da hinten wegsnipen. Die sind nämlich besonders ätzend. Kommt, helft mir, die Stadt zu sichern. Ja, Moment. Wir helfen immer gern, Miss Verolux. So. Ich wollte Munition kaufen. So, jetzt können wir nach der Kartensammlung gucken. Jawohl, 39 Duplikate, das sollte ja wohl ausreichen. So, wo haben wir die guten Stücke denn? Los, wo seid ihr? Aha, da ist schon der Todeshandschuh. Das Scharfinator und Kreisklingen. Das müssten alle sein. So, Sammelstatistik. Yep. Es wird nur noch eine Riederkarte. Dann haben wir alle. Dann war's das. Und nur noch 4 Goldbolts. Ich würde ja sagen, es ist nicht mehr weit, aber es gibt ja noch die Secrets.
die geheimen Trophäen. Und außerdem ist es auch eine Trophäe, wenn man das Spiel im Herausforderungsmodus abschließt. Also müssen wir den Playthrough so oder so nochmal komplett beenden. Also keine Sorge, ich werde nicht einfach mittendrin auf und so. Hey, ich habe eine Trophäe. Okay, ciao. Wird es hier nicht geben. Nicht in welchem Film. So. Die müssen sterben. Wow, wo ist der hingeflogen? Autsch. Ich hab mich getroffen. Ja, vielleicht später. Boah, jetzt kann man die Boots aus viel größerer Distanz greifen, dank dem Kistenbrecher. Wer sich wundert, warum das macht, obwohl das den Kistenbrecher heißt, liegt ganz einfach da dran. Früher gab es tatsächlich zwei verschiedene Items. Den Kistenbrecher und den Boltgreifer. Und in, ich glaube, Ratchet & Clank 3 gab es dann den Kistenbrecher 2.0, der beide Items in sich vereint hat. Und das sagte es dann auch in seiner Beschreibung. Und ab da gab es dann nur noch einen. Und deswegen heißt das Ding jetzt Kistenbrecher und hat trotzdem die Funktion dieses Boltgreifers. Für alle, die es wissen wollen. So, mit dem Dietrich haben wir ja auch noch nicht alles gemacht. Also muss da ja auch noch irgendwas kommen. Was ist denn hier nochmal? Das ist schon mal nützlich. Oh, das hat aber was blockiert. Stimmt. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Wo bin ich? Ah, okay. War ich nicht beim letzten Mal auch so perplex? Egal. Yay, eine doppelte Riederkarte, cool. Kennen wir ja schon. Kistenbrecher! Bam! Guckt euch das an, es fliegt hier alles so förmlich in die Luft, was Bolts enthält. So. Okay, da sind auch noch ein paar Kisten, die holen wir uns natürlich. Und jetzt können wir Cora helfen. Genau wie beim letzten Mal. Sorry. Sie kommen aus dem Schnee. Moment, nein, lieber so. Hallo Jungs, ich habe auch Granaten, wollte ich euch nur mal wissen lassen. Wie schnell die jetzt leveln, das ist der Hammer. Zack, noch eine. Ist hier noch irgendwo einer? Ja, da. Blöd. Ist so untergetaucht. Da ist er, weg mit dem Typen. Das konnten die früher übrigens auch schon. So untertauchen. So, Kistenbrecher! Bam! Awesome! So, zack. Der hat genug. Ich hab gerade nur diese Düsen gehört und dachte mir so, wer will was von mir? Hi! Granaten! 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 Wir können ihn doch ganz gut stunlocken. Au, lass mich in Ruhe. Rauschmeißer. Lass mich in Ruhe, du blödes Drecksvieh. Oh shit. Oh, ich dachte, das wären jetzt schon alle gewesen. Dammit. Wir müssen über diese Brücke. Ja, ich komme ja. Könntest du mir auch mal Rückendeckung geben? Ganz ernsthaft. Das ist auch ätzend hier. Allein wie viel Schaden die machen. Heilige Scheiße. Enttäuscht mich nicht. So, blieb er noch hier? Blieb er noch hier? Wir müssen die Brücke ausfahren. Spring auf die Bootkurbel. Ja, ich glaube auch was. So, diesmal werden wir die einfach hier von oben campen. Die steht da rum, aber macht nichts. Hallo, da unten sind Gegner, die wollen mich umbringen und ich wahrscheinlich auch. So wirklich nett, wenn du dagegen was tun würdest. So, jetzt sollte ich erstmal Ruhe haben. Lol, kommt doch von da oben runter geflogen. Gut gemacht. Da. Zur Sternwacht geht's hier lang. So. Und die hätten wir abgewehrt. Der soll kommen. Der geht auf die Fresse. Ich
Sternmacht nicht gestürzt, ist unsere Bewegungsfreiheit in diesem Sektor eingeschränkt. Juhu! Duldet ein Versagen. Die Rolle ist einfach mega praktisch, um einfach mal so die Richtung zu wechseln. Au! Boah, muss man ja echt aufpassen, Mann. Der Schaden in die Hölle. Wow! Und du stellst auch gar nicht so dumm im Zielen an. Erledigt. Gut geschossen. Aber ich stelle mich schlauer an. Ha! Du auf Felde nie tun. Nicht wirklich. Komm schon, Leute! Immer weiter! So, hier rüber. Hep. Mach ich jetzt nur wegen extra Bolts und so ein Kram. Hier war ja ein Goldboot, den haben wir aber schon. So, Muni ist natürlich auch ganz wichtig. So, hier unten könnte es jetzt echt schmerzhaft werden. Ich habe jetzt nicht mehr so viel HP. Und das ist sogar schon auf normal gestorben. Ich vermute, Eis ist kein natürlicher Sonntagsleben. Also, ich glaube, den hier baller ich jetzt lieber schon mal aus der Luft. So. Den Rest können wir vielleicht auch so handeln. Wow, die Verstärkung ist noch einen Panzer. So, den können wir vielleicht. Boah, nein. Das ist schlecht, das ist richtig schlecht. Deckung! Oh, lol. Egal. Auch eine Taktik. Wollte ich natürlich eigentlich nicht, aber egal. Wir sind erstmal sicher. Ich kann jetzt von oben als wegsnipen. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Hä? Das mit dem Chrom kommt dann im Schnee richtig gut. Schimmert so schön. So, kommt her. Damn, ey, die sind schlauer als ich dachte. Wow, was ist das? Okay, so gibt das keinen. Wir müssen da runter. Zum Panzer. Was kann da nur schief gehen? Level up. Cool. Yep, er hat mich getroffen. War ja klar. Naja. Jetzt können wir mit unserer vollen HP da runter gehen. Lass euch einfach mehr Google Chance benutzen. Aber die sind irgendwie so billig. Da, schluck. Gibt noch einen. Da hinten lebt noch, ich weiß es genau. Noch einen Panzer. So, du kriegst eine. So, du kriegst sogar zwei, weil du ein Panzer bist. Und da hinten die Jungs kriegen auch noch einen. Level 9. Alter, wie schnell das geht. Jawoll. Laut Personalabteilung kann ich euch weder feuern noch eliminieren, nice, wenn ihr beim Vernichten der galaktischen Schutztruppen versagt. Also führen der Vorstand und ich einen kleinen Mitarbeiterbonus ein. Der Blag, der den galaktischen Schutztruppen ein Ende bereitet, erhält eine All-Inclusive-Reise zum dritten Halabash-Ring. Partys, Dinnerkreuzfahrten durch den Orbit. Angeblich gibt es dort sogar Kurse. Angeblich. Hey, was geht hier eigentlich ab? So, das ist die ganze Grind-Schienerei. Da sind ist verstecktes Raritanium. Alles andere scheine ich wohl schon zu haben. Nur ich weiß immer noch nicht, was mit diesem Schneedan da auf sich hat. Da ist bestimmt wieder irgendwas mit verbunden, aber ich kann mit dem irgendwie nichts machen. Vielleicht muss er auch zu dem rüberfliegen oder so. Oder muss er tatsächlich mit dem Geschütz diese abballern? Das kann sein. Ja, sind sie nicht. So, hoch hier. Versuch es mal mit deinen Magnetstiefeln. Ach, was denkst du, was ich vorhatte? Nicht schlecht, Ratchet. Kein Ding. Das gefällt mir gar nicht. Wenn Drag die Sternwacht erledigt, steht nichts mehr zwischen ihm und sämtlichen Planeten des Systems. Wo ist Captain Quark? Er sagte, er muss sich um eine dringende Schutztruppensache kümmern. Hm, komisch. Okay, dann müssen wir wohl ran. Dafür sind wir hier, ne? Um Quarks dumme Fehler, Eigenheiten, ja, auszubügeln. Darum geht's eigentlich immer. Oder, ja, nicht immer, oft. Gut,
Erstmal Schmelzbombe reinhauen. Hallo Team, ich wollte euch nur sagen, wie stolz ich auf euch bin. Ah gut, dass die Sorte eben gibt. Das ist, macht's echt einfacher, die Gegner in der Luft anzuvisieren. Ohne das wäre es echt schlimm. Muss ich aber echt mal zusehen, dass ich hier vorankomme. Das wird hoffentlich funktionieren. Ja, sonst wäre ich erst gestorben. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ein bisschen Feuerschutz hier holen. Drake wird alles auffahren, was er hat. Bist du dafür bereit? Und wie ich dafür bereit bin. Bullet time. Ich schieß voll daneben. Ich hab getroffen. Lol, wo hab ich die HP eigentlich her? Egal, ich bin froh drum. Stecken halt schon echt viel eine heilige Scheiße. Ah, dammit. Voll da reingelaufen. Das gefällt mir nicht. Ach, gibt schlimmeres, stell dich nicht so an. Yes! Haha! Ich stecke sie No-Scope-Grenade. Oh Mann! Zwei Panzer! Ja, die sind echt ätzend, ne? Hallo! Tanz! Oh, hier kommen ja noch mehr. Ups, das habe ich versehentlich noch eingeworfen. Mal den hier reinhauen für ein bisschen mehr Bonus-Damage. Jetzt verpixeln! Ich bleib doch lieber in Bewegung. Ich weiß nämlich nicht, ob da hinter jemand versucht, auf mich zu schießen. Ich bin von euch allen schwer enttäuscht. Das war's mit den Panzern. Monatelanges Training unter Victor von Dion. Da. Und noch ein. Galaktische Schutztruppen fertig. Wo bleibt euer Mut? Wo bleibt euer Holz? Nehmt ihr gern unter der Erde? So, ein Moment. Wir haben noch was zu tun. Danke. So, sonst noch irgendwas? Sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube sonst noch alles. Nein, ist nichts Interessantes mehr. Okay, auf mit der Tür. Jetzt wird wieder auf Schiffe geschossen. Das wird bestimmt nicht einfach. Das war beim ersten Mal nämlich schon knapp. Und diesmal sind wir im Herausforderungsmodus und auf schwer. Lol, ist sie gerade darüber geschwebt? Wir müssen dieses Ding wieder aktivieren und zwar schnell. Vielleicht ist der Dietrich hier von Nutzen. Ach. Da drüben Schnee denn. Bei dem müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht musst du den echt abschießen. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich werde zwar vielleicht deswegen sterben, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Ach ja, stimmt, die sind nur Blocker. Die kann ich ausmachen. Ach ja, das muss darüber. Dann muss der darüber. Sternwacht-Abwehrgeschütz aktiviert. Los geht's. Gut gemacht, Ratchet. Spring auf das Abwehrgeschütz. Ich gebe dir Deckung. Tu, was du nicht lassen kannst. Wo ist dieser Schnee denn? Schnee denn! Funktioniert das? Nicht wirklich. Nein, das funktioniert nicht. Okay, müsste vielleicht eins von diesen Mega-Lasern einsetzen. In der Zwischenzeit können wir schon mal hier die Dinger abschießen. Ein paar Untertassen. Bleibt hier! Diese Hüllen sind zu dick für Standardangriffe. Wir müssen sie mit einem Geschütz bereit. Feuern! So. Komm her, Schnee denn! Nein, bringt nichts. Okay, das ist es nicht.
wäre auch irgendwie zu gemein gewesen, weil man kann das ja dann nur einmal pro Playthrough machen, weil wenn er jetzt hier mit dem Ding fertig ist, kann man es nicht nochmal machen. Ah, wir können ja da vorbeigeflogen. So. Weg damit! Boom! Nein, aber herzlichen Glückwunsch. Armer Clank, hinten am Rücken. Orte, Rakete im Anflug. Wo? Ich sehe keine. Ach, da! Oh, da ist noch einer. Nix da. Oh, das ist knapp. Oh, das war sehr knapp. Na, warte. Du kriegst eine ab. Treffer bestätigt. Dann noch Raketen. Die Ladung kriegt man nur für die Untertasten, wie ich gerade herausgefunden habe. Ich dachte beim ersten Mal, das ist einfach auf Zeit. Aber jetzt sind so orangenen Dinge. Die habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Waren die da auch dabei? Weil so ist das natürlich klar, dass man diese Untertasten zerschießen muss. Wenn ich jetzt das Ding hier treffen würde, ne? So, nächstes. Nimm den. Autsch! Voll erwischt worden. Wenigstens sind die Raketen kein One-Hit-Kill, das wäre es noch gewesen. So, den nehmen wir noch mit. Das ist jetzt erstmal die Raketen gekümmert. Und um die Typen natürlich. So. Oh, da kommen ganz viele Raketen. Habe ich eigentlich erwähnt, dass es im ersten auch so war, dass man die mit dem Geschütz die Dinger hier abschießen muss und da Raketen auf einen, auch Raketen auf einen zufliegen, die man wegballern muss? Du geh mal aus dem Weg, du geh mal weg und Feuer. Erwischt. Gut gemacht, Kleiner. Hehe. Sie ziehen sich zurück. Wir haben's geschafft. Ja, Losers. Wenn er sich mit den galaktischen Schutztruppen. Haut bloß ab, ihr Feiglinge. Verlierer. So, das hätten wir. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Da sie schwebt, guckt euch das an. Das sind keine Hammerschuhe. Was zur Hölle? Also ich habe jetzt schon also einige Bugs entdeckt und so in so. Jack, was macht ihr da? So offensichtlich waren eure Bugs noch nie. Nicht, dass es irgendwie keine gab. Aber bei dem Dan, da ist bestimmt irgendwas. Muss ich mich mal schlau machen. Muss ich echt mal schlau machen, weil es ist... Bisher war da immer was. Normalerweise muss man ihn immer zerstören. Aber das habe ich jetzt schon auf verschiedene Wege versucht, das geht nicht. Finde ich auch. Ich konnte leider nicht dabei sein, dafür war ich aber im Geiste bei euch. Wir müssen uns treffen und diesen Blark zurück nach Quartu folgen. Verstanden, Captain. Dann bis nachher. Offenbar ist alles gesichert. Du hast heute gute Arbeit geleistet, Ratchet. Danke, danke. Und euch hat's nie geschafft. Hätte ich. Wir treffen uns dann auf Quartu wieder. Ja, ja. Zuerst habe ich auch noch was zu erledigen. Was ist unser Ziel? Und zwar auf Pukitaru. Pukitaru. Jetzt dürfen wir wieder irgendwelche Fische abknallen. Es gibt wieder Fischstäbchen. Lecker. Welche Knall nehme ich denn da am besten? Also schwer rausschmeißt das ist bestimmt nicht schlecht. Aber nicht unbedingt praktisch in manchen dieser Teile hier. Ja, schön. Erzähl nicht lang, mach. Für dieses komische. Aber ehrlich gesagt vermisse ich die Lackierung. Passt mir momentan gut zu meiner Rüstung. Wenn Ratchet und Clank Drax Hydro-Ernter nicht zerstören könnten, würde sich dieses Tropenparadies in eine Wüste verwandeln. Oh nein. Das müssen wir verhindern. Hallo. Tschüss. Tut mir leid. Bist du langsam. So, Schmerz wollen wir mal ein bisschen leveln. Boom. Treibt es schon seit Beginn des Plagangriffes ans Ufer. Boom. Diese kleine Viecher, aber richtig zubereitet, sehr köstlich. Deswegen nehme ich ja auch die Schmelzgranate. Hi. Nein. Ich sagte nein. Ich will ihn jetzt so besiegen. Werde ich aber nicht schaffen. Schlecht aus.
Es sei natürlich, ich schummel ein bisschen. Hep. Legst einfach das Ding runter und dann gibst du ihm auf die Fresse. So. Noch mehr Power. Jetzt wird einfach weggekombot. Wombo-Kombo. Und weg. Hey, das war ziemlich gut. Hat man das war gecheatet. Goobitron, das war so Anfänger. Das war voll gecheatet. Aber hier mit dem Ding können wir die hier gut wegballern. Bald haben wir auch wieder genug Bolts für eine neue Waffe. Eine neue Omega-Aufrüstung. Zumal jetzt auch noch ein paar neue dazu gekommen sind, die restlichen drei. Hydro-Ernte aufgetaucht sind und alles ruiniert haben. Wie lange dauerte der Ausflug? Weg. Es dauert jetzt schon etwa 10 Jahre. Gerade hatte ich auch endlich mal was gefangen. Na, schade. Ich hatte gehofft, ich könnte es aus der Luft ballern. Leute, man kann den ja auch verpixeln. Moment. Moment, was mach ich hier eigentlich? Tanze! Nein, komm schon. Jetzt sehen wir natürlich keine Fische, müssen wir nachher nochmal machen. Aber der tanzt ja auch awesome. Bin euch an. Oh je, noch mehr Kugloiden. Oh lol. Wollte ich gar nicht. Egal. Funktioniert. Ich hab das, oder? Da Schmerzgranate. Bombe. Tut mir leid. So wie häufig man jetzt einfach Karten oder sonst irgendeinen Kram kriegt. Aber dafür hat man die ganzen Aufrüstungen ja, ne? Ist echt so ein bisschen RPG-mäßig fast schon. Da kommen noch mehr. Ha. Im ersten waren die echt, echt mies, die Fische. Da musste man zweimal mit dem, musste man zweimal tatsächlich zuschlagen, damit die sterben. Ach, heul nicht. Genug andere Wege, um Sachen umzubringen. Da vorne ist der Torgoff-Wasserfall. Wow, wo kommt die her? Haut ab! Wir sind aufgewandert und haben Goldboots und sowas gesucht. Haben die es gefunden? Wetten? Eines Tages Chris. Hat er mich herausgefordert, mich in einem Pass unterzu. Oh oh. Den mach ich jetzt lieber so. Da hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich hab nicht so viel HP. Zwei Raketen, das war's. Und ich hab noch irgendein Schiff in die Luft gejagt. Oh shit. Outplayed. Dammit. Stimmt, Schiff in die Luft jagen. Das könnte auch noch ein. Ich wollte gerade schon sagen, Stilpunkt. Das könnte halt auch noch mal ein Secret sein. Oh, hallo. Was ist denn da? Oh, ich glaube, so tief hätte ich nicht tauchen dürfen. Oh, das wird knapp. Das war echt sauknapp. Ja, Moment, wir kommen gleich. Den Geburtgreifer kann ich hoffentlich. Ja. Ja, das funktioniert. Ich nicht, bei weitem nicht so tief runtertauchen. Kommt alles direkt zu mir geflogen. Der Klimperkram. Wir haben nicht viel Hallo Zeit. Fisch. Rein, bevor sie noch mehr Truppen schicken. Keine Sorge, ich bin da. Ich bin da. Zur Stelle. So, was nehmen wir denn? Der Pixler? Ein einziger Schuss. Super. Hab nicht ganz viel gut. Von ihm gehört, seit wir aus der Polaris-Galaxie hergezogen sind. Er hatte eine Werkstatt, oder? Ja, Feldin. Ist zwar klein, aber ziemlich cool. Wir machen hauptsächlich Hover-Umbauten, Protonreinigungen, solche Sachen. Und jetzt gehörst du zu den galaktischen Schutztruppen. Grimm muss sehr stolz sein. Ist er, total. Gesagt, keine Ahnung. Ich sollte ihm bei einer Protonreinigung helfen, aber ich musste dringend weg. Ich hoffe, er ist nicht allzu sauer auf mich. Ach, er kommt schon. Nein, nein. Hallo Fisch! Boom! So, und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Müssen noch leveln. Die nicht, die auch nicht. Ein Rauschmeißer? Komm, wir ja mal probieren. Dagegen schon eine Protonenreinigung. Ich glaub, ich einfach vor denen weg und jetzt hier einfach so ein paar Dinger. Zu meinem Freund ist es nicht weit. Er wird dir helfen können. So funktioniert das ganz gut. Boah, Alter, was da alles in die Luft fliegt. Gott sei Dank übertreiben wir überhaupt nicht. So langsam. Er ist viel zu langsam.
Danke. Na los, jetzt ist es nicht mehr weit. Und boom. Lol, wo ist der hingeflogen? Diese Treppe. Das ist immer noch Physik, echt komisches Zeug. Die Karte, da kann ich mir auch eigentlich schenken. So, Jungs, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich snipe euch jetzt einfach weg. Boom, boom. Die Fische sind mir eigentlich egal. Die haben auch so weg. Dann, nimm! Lol. Haben die mich schon voll eingeklemmt. Egal, sie sind alle tot, wir leben, fertig. End of Story. Komm zurück! So. Du hast die Brückensteuerung nicht aktiviert. Ist mir egal. Muni ist wichtiger. So, zufrieden? Ich komme! Schön. Tut mir leid, ich bin nicht der Fitteste. Ach, ich auch nicht. Wettet schon, zum Glück. So, du kriegst eine Granate, du kriegst eine Granate. Und das Ding da kriegt einfach ein paar Raketen. Oh, lol. Mit etwas Glück ist mein Ingenieursfreund. So, friss. Wer ist dein Freund? Friss. In meinem Holospielforum nennt man ihn Big L. Oh, den kennen wir. Haben ihn in Alero City getroffen. Boah. Netter Kerl. Etwas sonderbar. Oh, noch einer. Und ich habe keine Muni mehr. Okay, Raketenwerfer. Boah, eine einzige Rakete hat ihn gekillt. Wow. Wow, jetzt geht's ab. Jetzt haben wir offiziell Endgame erreicht. Heilige Scheiße. Wie ich gesagt habe, wir brauchen Rida gar nicht mehr. Tut mir leid, Al. Gut gemacht. Okay, gehen wir rein. Hey, Al, machst du mal auf? Ja, sonst verpixel ich dich nämlich. Ach, stimmt ja. Okay. Ach, komm schon. Muss ich es echt sagen? Ja, musst du. Los, sag es. Sag es für uns. Komplette Sammlung hier und kann alles singen. Titel für Titel. Na gut. Sei gegrüßt, Big Al, der Eroberer. Weiter. Der Ruhm deiner Stufe 20 Zauberkunst leuchtet heller als der vierte Stern des Julius Major. Was ein Spinner. Hallo Al. Tschüss Al. Nicht tschüss Al. Okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal zurück zum Schiff, aber dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Das müssen wir dann in der nächsten Episode von Ratchet & Clank machen. Und dann werden wir hier die Hydro-Ernte abballern, dafür zur Belohnung jede Menge cooles Zeug kriegen. Und dann können wir endlich zurück nach... Wo war das jetzt nochmal? Nach Aridia, glaube ich? Ja, natürlich Aridia mit dem Jetpack. Und vollkommen O2-Maske holen, dann können wir einen Rilga direkt in einem Aufwasch auch machen. Dann haben wir die Goldboots auch schon mal abgehakt. Und ansonsten muss ich jetzt echt mal so langsam nachsehen, was mit den geheimen Trophies ist. Weil die ich könnte hier rumprobieren und so, aber ich habe keine Lust, dass ich dann zwei Folgen lang irgendwie 1000 Dinge ausprobiere und das tut sich dann nicht. Da schaue ich lieber mal nach und mache das direkt in einem Aufwasch. Und ihr könnt dann sehen, wie man das machen kann. Und ja, dann auch direkt ein Video, wie man das macht. So, und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder.